Hallo bei Beauty TV. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit und meine Kollegin Vicky und ich, wir haben hier mal einige nachhaltige Produkte genauer unter die Lupe genommen. Ich würde einfach gleich mal anfangen. Mein Gerne. Absoluter Favorit ist dieser Shampoo-Bar. Ein festes Shampoo in einer kleinen Alu-Box, das man einfach so mit in die Dusche nehmen kann und dann aufschäumt. So ein kleiner Shampoo-Bar ersetzt 3 mittelgroße Flaschen Shampoo und damit eben auch 3 mittelgroße Flaschen Plastik. Wie fandest du es? Fand ich auch toll. Und was ich wahnsinnig gut an diesen Produkten finde, ist einfach, dass ich es auch im Flugzeug mitnehmen kann und man somit einfach auch nochmal Platz schafft in seinem Flüssigkeitenbeutel. Bisschen kritisch waren wir ja am Anfang. Hierbei. Ja. Das sind wiederverwendbare Wattestäbchen. Die kann man einfach nach dem Benutzen mit heißem Wasser abspülen oder auch auskochen. Ich meine, wenn man sich überlegt, jedes Mal wirft man hier so ein Stück Plastik in den Müll. Und wer wirklich mal ein bisschen Wert drauf legt auf Nachhaltigkeit, kommt da eigentlich nicht drum rum, finde ich. Der einzige Nachteil, muss ich sagen, bei diesen wiederverwertbaren Wattestäbchen war, dass man es halt nicht benutzen kann, um Schminkfehler zu korrigieren. Da braucht man dann doch immer noch so dieses klassische Watte-Effekt. Aber das ist ja nicht der tägliche Gebrauch, sondern es soll ja wirklich den Einsatz beschränken. Dann hatten wir hier noch eine natürliche Zahnpasta. Das Besondere hier dran ist, dass die Verpackung zu 50% aus Kreide besteht und damit recycelbar ist. Mhm. Spart man sich einfach schon mal einen Anteil an Plastik im Badezimmer. Apropos Plastik. Hier haben wir auch ein tolles Produkt, und zwar ein wiederbefüllbarer Lippenbalsam. Das finde ich tatsächlich klasse, weil er sieht nicht nur stylisch aus, sondern spart einfach auch Plastik, dadurch, dass man diese inneren Teile einfach nachbestellen kann und dann einfach wieder befüllen kann. Gibt es eigentlich für fast jedes Kosmetikprodukt, sei auch Mascara oder dergleichen. Finde ich tatsächlich super, weil es auch noch schöner aussieht als ein klassischer Lippenpflegestift. Mhm. Also was ich auch noch toll fand, sind hier diese waschbaren Wattepads. Insbesondere zum Abschminken finde ich die toll. Kann man einfach beim nächsten Waschgang mit in die Waschmaschine werfen. Ja. Deswegen auch absolute Empfehlung. War auch tatsächlich mein absoluter Favorit, weil es einfach so einfach ist. Ja. So, das war es auch schon wieder mit unserer Nachhaltigkeitssendung. Schön, dass Sie dabei waren und wir freuen uns auf das nächste Mal.